Moin Moin aus Eimsbüttel. Ich bin heute zu Gast bei Stefan Schröder, Trainer der Hamburg-Liga-Mannschaft SG Altona. Dieses Video wird dir präsentiert von Sports Protect, dem Versicherungsschutz für Handballer. Sports Protect, offizieller Partner von Sprungwurf.tv. Moin Stefan, danke, dass du Zeit genommen hast. Wie geht's dir jetzt mit den Mädels? Ich habe gerade eben noch die letzten paar Sekunden von der Einheit gesehen. Auch ich bin total zufrieden. Wir haben ein schönes Wochenende gehabt. Und gestern hatten wir 3 Trainingseinheiten. Heute haben wir eine Trainingseinheit und fahren jetzt gleich noch nach Aßhausen zum Abschlussspiel. Rundum zufrieden. Schöne, viele Mädels da. War okay. Also ein rundum gelungenes Wochenende dann entsprechend. Ja, auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass es für die Saison auch was bringt. Ja, das ist immer die Hoffnung, ne? die dabei ist, wenn man so ein Trainingslager macht und auch die Trainingsspiele. In der vergangenen Saison, ich habe mal auf die Tabelle geguckt, wollt ihr, glaube ich, 8. War jetzt eigentlich nicht so berauschend, oder? Auf der einen Seite muss man sagen, war es nicht berauschend. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, für das, was uns in dieser Saison widerfahren ist, muss man hochzufrieden sein mit Platz 8. Also in der Vorbereitung war es noch so, dass ich einen 20er Kader hatte. Nach der Vorbereitung hatte ich plötzlich 5 Kreuzbandrisse, 2 Achillessehnenrisse, eine Schulterluxation. Von diesen 8 Spielerinnen waren 4 aus der ersten 7. Dann sind während der Saison welche ins Auslandsstudium verschwunden. Dann hat man zur Halbserie nochmal komplett den Kader umgebaut. Und mit 3 Punkten zur Halbserie war ich eigentlich schon so gut wie abgestiegen, dass ich in der Rückrunde dann 15 Punkte hole und viele Spielerinnen wiedergekommen sind, die wir in der Hinserie noch nicht hatten, muss ich hochzufrieden sein, ganz ehrlich. Ja, wenn du es gerade schon so sagst, viele Verletzte, Halbserie nur 3 Punkte, dann ist es echt schon ein gutes Ergebnis da noch. Jetzt mal auf die neue Saison geguckt. Du hast eben schon kurz erwähnt, viele neue, junge Spielerinnen auch wohl dabei jetzt. Wer ist alles gegangen? Wer ist jetzt alles neu bei dir im Kader? Also gegangen sind nicht so viele. Also Julia Finger ist nach Stockelsdorf gegangen, Tina Puchert ist nach Wilhelmsburg gegangen und Anne Fritsche hat sich im vorletzten Punktspiel ein Kreuzband gerissen. Die fällt also auch erstmal aus. Habe Spielerinnen 2 aus Esingen dazu bekommen, 2 aus Pinnau dazu bekommen, eine aus Hamburg-Barmbek, eine aus Neften in Westfalen. So, dass der Kader deutlich jünger ist, aber eben doch mit Tina und Jule 2 Spielerinnen weggegangen sind, die doch ein bisschen Erfahrung hatten. Muss man mal gucken, was man daraus jetzt bastelt. Aber es sieht so ganz gut aus. Ich kann da ganz gut mit arbeiten momentan. Wunderbar, da merkt man schon, die Zufriedenheit ist auf jeden Fall da. Kann natürlich wahrscheinlich noch besser werden jetzt, der Feinschliff. Du sagst schon, kannst damit gut mitarbeiten. Was für ein Saisonziel habt ihr? Oder habt ihr euch überhaupt schon irgendwie was ausgemalt, was ihr erreichen wollt in der neuen Saison? Also es ist verhältnismäßig schwierig. Die Staffel ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Dieses Jahr haben ja auch etliche neue Mannschaften dabei. Dann eben mit Rosengarten, eine Mannschaft, die gar keiner kennt. Dann eine 13er Staffel, das heißt, es ist eine 26-Spieltage-Saison, wird also auch noch sehr lang und sehr anstrengend. Besser als Platz 8 wollen wir auf jeden Fall abschneiden. Also ich denke schon, dass die Mannschaft im oberen Bereich mitspielen kann. Hängt halt wirklich davon ab, ob man die Jungen so gut zusammengebastelt kriegt, ob man kompensieren kann, dass mit Tina eben doch so knapp 80 Tore aus der Saison fehlen. Aber ich bin da recht guter Hoffnung und wir lassen das mal in aller Ruhe angehen. Es zwingt uns ja niemand, Hamburger Meister zu werden und aufsteigen zu müssen. Genau, wenn da kein Zwang ist, dann ist das schon, kann man schon mal befreit aufspielen. Jetzt habt ihr ja noch ein paar Wochen bis zum Spielstart, Saisonstart. Müsst wahrscheinlich noch Feinschliff jetzt noch machen. Wie sieht so der weitere Plan bei euch aus bis zum ersten Saisonspiel? Also wir machen nächstes Wochenende, fahren wir hierher nochmal wieder, machen so ein Dreierturnier mit Hollenstedt und Alzertal 3. So über volle Spielzeit, dass man da nochmal ein bisschen Feinschliff kriegt. Dann fahren wir die Woche drauf nach Bredstedt. Machen da nochmal Vorbereitung und ein bisschen Teambuilding. Dann kommt unser eigener Hummelpokal. Dann haben wir ein Wochenende frei und dann geht die Saison schon los. Zwischendurch haben wir noch 3 Trainingsspiele, jeweils auf dem Donnerstag, weil ich leider in den Ferien Donnerstags keine Sporthalle habe. So dass noch ordentlich Spiele anstehen, dass auch noch der ein oder andere im Urlaub zwischendurch ist, sodass man also immer mal wieder mit einem anderen Kader auflaufen muss. Und ich bin ganz guter Hoffnung, dass das alles einigermaßen funktioniert. Und Ergebnisse in Trainingsspielen sind für mich eh nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir was daraus nehmen und das dann mit in die Saison schleppen können. Richtig, die Weiterentwicklung ist da auch dann, ne? Und der Feinschliff ist halt wichtiger als die Ergebnisse. Da steht schon mal einiges auf dem Plan. Du hast eben schon mal angesprochen, 13er Liga jetzt. Mit Rosengarten ist jetzt eine unbekannte Mannschaft dabei. Ihr habt mit Norderstedt unter anderem und Wilhelmsburg 2 Oberliga-Absteiger dabei. Wie schätzt du generell auch die Liga ein? Ist ja eigentlich die Oberliga-Absteiger sind ja eigentlich dann schon fast viele Favoriten, oder nicht? Oh Gott, das ist wirklich richtig schwer. Also ich weiß, dass in Norderstedt der ein oder andere weggegangen ist.
Ich weiß auch, dass deren primäres Ziel nicht ist, dass sie direkt wieder aufsteigen müssen. Die haben halt auch einen Umbruch. Willensburg zähle ich schon mit zu den Mannschaften, die auf jeden Fall wieder nach oben wollten. Aber auch da habe ich gehört, dass es nicht unbedingt Zwang ist. Glaube schon, dass wir aufgrund der Tatsache, dass echt die Zeit so sich so extrem verändert, die Hamburg-Liga schon ein bisschen mehr zur Spaß- und Freizeitliga hingelegt wird, als dass man sagen kann, dass sie eine wirklich Leistungsliga ist. Also es ist schon wirklich so, dass es auffällig ist, dass immer noch die ein oder andere Spielerin in der Saison in Urlaub fährt. Also ich weiß, dass ich zu meinen Oberliga-Zeiten gar nicht auf die Idee gekommen bin, in Urlaub zu fahren. Also das ist halt einfach so. Die haben aber auch eben super viele andere Sachen drumherum. Ne? Die haben bis 16, 17 Uhr Schule, die Studenten haben ewig die Uhren voll. Früher war es noch so, dass du studieren gegangen bist, um zwischendurch einfach mal ein bisschen mehr Zeit zu haben. Das ist heute einfach nicht mehr so. Und das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Und ich finde halt, wir haben bis Dezember kein einziges Wochenende frei. Das ist echt schon hart. Und ich habe halt in Altona das Problem, dass ich sagen muss, ich habe sehr, sehr viele Studenten. Das ist super für die Spielerfluktuation. Aber das ist auch problematisch, wenn dann mal ein freies Wochenende da ist, also so ein Brückentag wie im Oktober, dass die dann natürlich alle nach Hause wollen und dann eben mal 4 Tage zu Hause sein wollen, statt immer nur mal einen Tag oder mal zwei. Das kann ich alles nachvollziehen. Für die Spielerin persönlich ist es für mich total verständlich. Als Trainer ist das manchmal nicht ganz so einfach. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau, jetzt hast du eben schon angesprochen, jetzt fahrt ihr gleich noch los zum letzten Trainingsspiel für heute. Morgen ist dann entsprechend Regeneration angesagt bei euch, oder? Ja, morgen kriegen sie ein bisschen frei. Dienstag haben wir dann nochmal wieder Training, Mittwoch, Donnerstag auch nochmal. So, und dann ist ja schon am 20. das nächste Turnier mit drei starken Mannschaften, ne, wo man eben auch nochmal 120 Minuten Vollgas geben muss. So werden wir peu à peu weitermachen und ich denke, zum Saisonstart so fit sein, dass wir auf jeden Fall im oberen Bereich irgendwo mit rumspielen können. Das hört sich gut an. Ich bedanke mich dann fürs Interview und wünsche viel Erfolg in der anstehenden Saison. Kein Problem, freue mich sehr. Kannst immer gerne wiederkommen. Danke. Als ich auf der Suche war für die richtige Absicherung für mein Hobby, habe ich glücklicherweise die Sports Protect Versicherung entdeckt. Denn dort kann ich sofort eine Kapitalleistung von bis zu 2000 Euro für einen Kapsel- oder Bänderriss erhalten. Lass dich unverbindlich beraten und genieße die Sicherheiten des Sports Protect Tarifs. Fordere jetzt dein unverbindliches Angebot bequem per E-Mail auf sportsprotect.de an. Sports Protect, ein Muss für jeden Sportler.